Hallo und willkommen bei Entertain mich. Mein Review und Unboxing-Kanal für Blu-rays, DVDs, Musik-CDs, Bücher und für Spiele. Also alles, was so die Medienwelt hergibt. Und heute haben wir ein Unboxing von Universal Monsters. Das habe ich gekauft, die Box, Blu-ray-Box, vor ein paar Tagen. Ist noch nicht so lange her. Und hier sind 8 echt alte Schwarz-Weiß-Schinken drauf. Beziehungsweise einer ist, glaube ich, sogar in Farbe. Und irgendwie in 3D, keine Ahnung. Und wir machen jetzt hier ein kleines Unboxing dazu. Ihr seht, das ist hier in so einem Pappkarton, der sargförmig ist. Es blendet ein bisschen wegen dem Licht hier. Aber ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm. Das Ganze ist FSK 16. Keine Ahnung, was das damals war, weil, wie gesagt, da sind echt alte Schinken drin. Ich würde sagen, wir öffnen mal die Verpackung. Wie machen wir das am besten? Einmal hier. Und einmal da. Möglichst ohne die schöne ja, Kartonage quasi zu beschädigen. So, Papier kann weg. Und jetzt haben wir noch Universal Monsters the Essential Collection. Und hier steht auch noch Rest in Peace. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal hier an. Wir haben also hier so eine Pappbanderole, die geht einmal hier um. Und dann schaue ich auch direkt mal, was da drauf steht. Beziehungsweise nein, wenn man das anders hält, wir machen die erst ab. Erst ab. Ich hoffe, dass das geht rückstandslos. Das hoffe ich wirklich sehr. Aber das sieht gut aus. So, weil das wäre sehr schade, wenn wir das abmachen würden und der Karton wäre defekt. So, dann lassen wir das mal hier stehen und ich lese euch mal was vor, was da drauf steht. Da steht nämlich drauf: digital überarbeitet und mit perfektem Bild und Ton. Die berühmtesten Monster der Filmgeschichte in einer einzigartigen Kollektion. 8 unvergessliche Horrorfilmklassiker auf Blu-ray, komplett digital überarbeitet mit über 12 Stunden Bonusmaterial, 8 Artcards und einem 48-seitigen Booklet mit Fotos, Originalfilmpostern, Schriftstücken und viele mehr. Ja, das Ganze ist 4 zu 3. Okay. Was soll man auch anders erwarten? Das ist uralt. Ton Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch in DTS Digital Surround 2.0 Mono. Englisch in DTS HD Master Audio 2.0 Mono. Untertitel in Deutsch, Englisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch und Spanisch. Ja, und da sind folgende Filme drauf und jetzt wird es eigentlich interessant. Dracula, und zwar geht er 74 Minuten und ist von 1931. Nicht schlecht, ist überarbeitet 1958. Dann Frankenstein, auch von 31, der geht 70 Minuten, 59 überarbeitet. Die Mumie, Laufzeit 73 Minuten, von 1932. Der Unsichtbare, Laufzeit ca. 72 Minuten, von 1933. Frankensteins Braut, Laufzeit 74 Minuten, von 1935. Der Wolfsmensch, Laufzeit ca. 70 Minuten, von 1941. Das Phantom der Oper, Laufzeit 92 Minuten von 1943 und der neueste Film überhaupt, Der Schrecken vom Amazonas, Laufzeit 79 Minuten und der ist erst von 1954. Das heißt, der ist also erstmal 61 Jahre alt und 82 wurde er überarbeitet. Das ist top und was ich gesehen habe, ist, dass der Schrecken des Amazonas auch in der 3D-Version da drauf ist. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich will einfach sagen, wir packen mal den Rest aus. So, kann ich das nochmal hier hinlegen, wenn ihr das sehen wollt, aber wahrscheinlich ihr nicht, dann lasse ich es einfach mal bleiben. Hier sieht man auch nochmal kurz den Inhalt. Und wir packen das jetzt mal auf. Achtung, der Sargdeckel wird abgehoben. So. Und wir sehen, dass in der Box eine Box ist. Die holen wir da mal raus. So, kommst du raus. Geöffnet. Und dann haben wir in der Box die Box. Übrigens ist das eine limitierte Version.
Was allerdings sehr schwammig ist, weil die war schon mal limitiert. Damals gab es die Box selber Inhalt, soweit ich weiß. Da war hier das Monsters rot geschrieben. Da haben dann die ganzen Sammler, haben dann unlimitiert und schöne Verpackung und kaufen wir. Haben sie gemacht und jetzt wurde es letztes oder vorletztes Jahr nochmal neu aufgelegt mit hellem Schriftzug. Das hat die Fans bzw. die Sammler nicht so begeistert. Mich schon, weil jetzt habe ich auch eine gekriegt und das finde ich gut. Schieben wir das dann doch mal gerade weg aus dem Bild. Also hier die Universal Monster Collection. 8 Original Horror Klassiker in High Definition HD. Gut, hier haben wir mal die Inhalte, was drin ist. Die Rückseite, da seht ihr auch nochmal, was wir gleich sehen werden. Die Filme aufgeführt und diese Seite, was auf der Unterseite, die ist relativ langweilig. So, und wir gucken, ich gucke selbst nochmal gerade drauf. Genau, steht im Prinzip dasselbe nochmal, was auch auf den anderen stand. Also 4:3, 4:3, 4:3, hier ist ein bisschen Widescreen dabei und HD. Und 1080p hat das Ganze auch und jetzt haben wir den hier und haben den hier. Und das dürfte dieses Artbook sein, genau. So, Original House of Horror. So, und da haben wir die Karten. Und wir haben das schöne Buch hier. Ich mache es gerade mal einen Moment. Ich räume das gerade doch nochmal weg. Und dann haben wir hier schön Frankenstein. Da haben wir eine weitere Szene aus einem alten Schinken. Und das können wir jetzt hier so aufklappen. Dann sehen wir auch noch hier Dracula, das dürfte, oder Frankenstein, Dracula. Das ist auf jeden Fall der Unsichtbare. Ich sehe es von hier gar nicht, jetzt Dracula. Dracula ist es so. Und dann können wir das hier nochmal aufklappen. Und dann seht ihr schon, dass meine Kamerareichweite gar nicht reicht. Das tut mir leid. Aber ihr seht es einmal von links nach rechts. Das sind also hier die Blu-rays drin. Und ihr seht auch hinten dran. Wie sind das hier gemacht? Okay. Also ihr seht auch, so, hinten dran sind auch nochmal schöne Cover. So, also nicht Cover, aber schöne Bilder, auch hier. Wen haben wir hier? Der Wolfsmensch, anscheinend. So, so, und hier haben wir, dann gucken wir das gerade komplett, dann gucken wir uns das auch noch an. Da haben wir, das dürfte das Phantom der Oper sein. The Wolfman, das steht auch hier. Und ja, Frankensteins Braut müsste das hier sein. So, ach, hier hinten haben wir noch eine. Moment. Und kommt auch. Creature from the Black Lagoon. Und da ist auch das, die Kreatur der blauen Lagune. Abgebildet und hier ist nochmal das Phantom der Oper. Abgebildet. So, also das ist also hier diese Blu-rays an sich. Finde ich sehr schön. Gefällt mir sehr gut, wie das hier gemacht ist. Macht echt was her. Das macht Spaß. Kommen wir mal zu den Kärtchen. Ich mach das mal hier oben drauf. Also hier Creature from the Black Lagoon. Ja. So. Dann haben wir Dracula. Auch schön. Frankenstein. The Original Horror Show. Steht da. Dann haben wir das Phantom der Oper. Auch schön. Frankensteins Braut. Beziehungsweise The Bride of Frankenstein. Auch schön. Ich finde das schön, wie damals die Artworks, die noch richtig gezeichnet waren und so teilweise. Auch die Schriftzüge. Also Invisible Man. Die Mumie, das hat schon irgendwie künstlerisch, ne? Das hat damals schon irgendwie cool ausgesehen. Und The Wolfman, hier mit der Frau und der Mann. Nicht The Wolverine, also ne? Wir sind hier nicht bei den Superhelden, das ist der Böse. So, oder der vermeintlich Böse. Das sind also die Karten. Dann haben wir noch das Booklet hierzu. The Original House of Horror. Da findet ihr noch zu jedem Film oder allgemein zu dem Film noch mal einiges an Erklärung, alles auf Deutsch übrigens, das finde ich sehr schön,
Es hätte ja auch sein können, dass wir das einfach auf Englisch durchhauen. Aber nein. Schöne Hintergrundinformationen. Alles in Deutsch, auch nochmal hier verschiedene Plakate und sowas abgebildet, die jetzt hier nicht dabei sind als Karte. Macht noch einen schönen Eindruck hier so. Das werde ich mir nachher mal zu Gemüte führen. Ja, die Filme selbst bewerte ich getrennt. Auch wenn es natürlich schwierig ist, so alte Filme wirklich neutral oder so zu bewerten. Aber die Box kriegt von mir natürlich auch eine Wertung. Ach, so schön. Mir gefällt das richtig gut. Ich kann es mal von über dem Kopf aus nicht lesen. Hier nochmal Phantom der Oper. Das ist schon eine feine Sache. Hier, das, der Schrecken vom Amazonas. Schon schön. Und hier nochmal eine Timeline. So eine Timeline. Das Vermächtnis des Grauens. Ja, hier ist nochmal eine Timeline mit allen möglichen Stories bzw. Filmen, die dann so kamen. Sehr schön. Universal Picture steht da. Ja, gefällt mir richtig gut. Habe ich schön gekauft. Ja, ich habe es nicht nur schön gekauft, ich habe es auch günstig gekauft. Denn diese wunderschöne Box kam bei Amazon im Moment, also aktuell gerade, das ist jetzt mit gerade meine ich, wir sind jetzt Mitte Oktober für 32,95 glaube ich und ich habe noch einen 5-Euro Gutschein bekommen. Das gefällt mir sehr, das feiere ich und kann ich empfehlen. So, die Verpackung selbst ist halt hier so eine beklebte Pappbox, die leider hier so ein paar Stresslines hat oder Stresslines, oder wie auch immer man Sinn macht. Oh, die Rückseite ist auch noch bedruckt. Will ich auch. Die Beklebung von dem Kartönchen selbst könnte ein bisschen besser sein. Gerade hier, da, ich sehe dir das, da ist so eine richtig dicke Kante drin. Das ist nicht ganz so schön, aber an sich ist die Box schön. Und ich finde, als Filmfan muss man sich auch für die alten Filme noch mal ein bisschen öffnen. Also müssen nicht, aber sollte man. Und deswegen kann man ruhig auch so einen alten Schinken vielleicht nochmal gucken und gucken, wie war das denn mit den Horrorfilmen früher? Oder die schauspielerische Leistung. Ich meine, die Filme, wenn wir jetzt von 31 ausgehen oder 35, dann sind das 80 Jahre alte Filme oder 84 Jahre, je nachdem, was für einen wir nehmen. 84 Jahre. Wie viele Leute kennt ihr denn, die überhaupt noch so alt sind? Von denen, die den Film gemacht haben, ist quasi keiner mehr am Leben. Rest in Peace, da steht's drauf. Und das hat nicht mal irgendwas mit irgendwelchen Gruselfiguren zu tun. Ja, ich gebe trotzdem jetzt eine Wertung ab für die Box, wie sie mir gefällt. Ich finde, sie hat, ich vergebe ja 5 Sterne maximal hier. Und rein jetzt die Box als solches, ohne die Filme zu bewerten, sondern nur die Box, die Aufmachung, den Inhalt, würde ich geben, ja doch schon die 4 Sterne. Ich finde, das ist jetzt, also es haut mich jetzt nicht so um, weil jetzt nichts, da ist jetzt keine Figur dabei oder nichts Hochwertiges. Aber ich finde es schon schön gemacht und es kriegt von mir 4 von 5 möglichen Sternen. So, das war also mein Unboxing von der Universal Monsters Box. Limited Edition. Wie hoch die limitiert ist, weiß ich nicht. Ich habe sie günstig geschossen, das freut mich. Alles auf Blu-ray. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das so findet mit so alten Filmen. Kann man die sich angucken? Gehört sowas in deine Sammlung? Ist das was für euch? Ist das nichts für euch? Gebt mir Feedback. Feedback ist das Thema überhaupt. Daumen hoch, Daumen runter. Abonnieren, wenn es euch gefällt. Und fleißig kommentieren. Das ist mir persönlich am wichtigsten. Man kann dann schön vielleicht ein bisschen diskutieren, was der Einzelne so sieht und wie das der Einzelne so sieht. Schauen wir mal. Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Tschüss.